Auseinandersetzung, Intervention, Debatte. Altona war Ende des 18. Jahrhunderts die zweitgrößte Stadt des dänischen Kolonialreiches. Einige Handelshäuser segelten bis zu den dänisch-westindischen Zuckerinseln. Auf dieser Handelsroute wurde nicht nur mit Waren, sondern auch mit Menschen gehandelt. Es geht auch bei diesem Projekt nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern an ein Thema zu erinnern, über das man zu wenig spricht. Das schreiben uns auch Besucher ins Gästebuch, dass sie sagen, wir leben schon ganz lange hier, aber dass es diese Seite der Geschichte gibt, wussten wir noch nicht. Die Veranstaltungsreihe Sankova, Altona in der Karibik, setzt sich mit der Thematik der globalen Versklavung auseinander. Die Rauminstallation Ahoba, den Ahnen und Ahnen gewidmet, ist Teil dieser Reihe. Sie verweist auf die Kolonialgeschichte Altonas. Die Masken von Josam Esando verbinden Materialien, die an die Kolonialwaren erinnern, also Kaffee, Kakao, Baumwolle, Zucker, mit Materialien, die für die Bodenschätze Afrikas stehen, aber auch moderne, in Anführungszeichen, Bodenschätze wie Coltan, das in der Herstellung von Handys genutzt wird. Sie sind gleichzeitig Objekte, die aus Materialien bestehen, die für Afrika typisch sind, die für Ghana typisch sind. Die Kunstwerke sind integriert in die Dauerausstellung der Handelsschifffahrt des Altona Museums. Wir fanden es den passenden Ort für die Masken, für diese künstlerische Intervention, denn von zweien der Schiffe, wissen wir es, fuhren auf den Routen St. Thomas Hamburg und transportierten Zucker. Ahoba, den Ahnen und Ahnen gewidmet, von Josam Esando, ist noch bis zum 31. Dezember 2017 im Altona Museum zu sehen.